Vor über 10 Jahren erschienen weltweit sogenannte Gates, Portale, die in eine andere Dimension führten. Und damit ging ein Anstieg von übernatürlichen Phänomenen einher. All jene Menschen, bei denen zur selben Zeit besondere Kampffähigkeiten erwachten, bezeichnete man als Hunter. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Sein Spitzname bei uns ist der schwächste Hunter der Welt. Ich hoffe, du willst nicht bloß aus Sturköpfigkeit ein Hunter bleiben. Schon gut. Selbst schuld, wenn ich so schwach bin. Ich muss ganz allein meine Familie versorgen. Ich brauche das Geld. Tun wir es. Chinwu, die große Statue da. Ich glaube, sie beobachtet uns. Alle auf den Boden! Was zum Henker? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Woher soll ich das wissen? Ich kann nicht mehr. Was ist das für ein Ding? Wir werden alle sterben. Noch nicht. Noch lange nicht. Wir müssen das überleben. Ich habe alles gegeben, um überhaupt so weit zu kommen. Ich wünschte, ich hätte eine zweite Chance. Hunter Jinwoo Sung, könnte es sein, dass Sie zum zweiten Mal erwacht sind? Zum zweiten Mal erwacht? Das kann also niemand außer mir sehen? Du musst besser auf dich aufpassen. Ich mache mir ständig Sorgen um dich. Voranschreiten oder zurückziehen. Egal. Los geht's. Ich habe mich ausgerüstet. Und so gut es geht vorbereitet. Soll ich wirklich ganz allein gegen den Boss antreten? Ja, ich muss es tun! Oh nein, verdammt! Was soll ich jetzt tun? Weil ich schwach bin, habe ich diesen bescheuerten Spitznamen. Weil ich schwach bin, nimmt mich keine Sau ernst! Aber... ich werde einfach alles geben. Solange ich am Leben bin, brenne ich mit aller Kraft. Wenn ich so stärker werden kann, halte ich mich auch an diese lächerliche Regel.